wenn wir zusammen sind. Charlie ist so ein bisschen wie der große Bruder eben. Der ist jetzt nicht der autoritäre Vater, sondern ist selbst noch ein Kind eben. Der lebt seinen Traum. Der will eigentlich Musik machen und mit seinen Girls um die Bude ziehen und durch die Stadt und eine Band machen und so im Studio abhängen und einfach halt eher spielerisch da rangehen und die Autorität und die Verantwortung als Vater, die er ja auch einbringen muss in die Familie, die fehlt ihm so ein bisschen. Aber dadurch hat er natürlich ein Top-Verhältnis zu seinen Kids und hat viel Spaß mit den beiden und ist natürlich sehr, sehr traurig, dass die dann doch ins Internat sollen. Ja, Laila und Rosa, großartig, sehr erfrischend, dass die auch wirklich ihre Rolle leben als Zwillinge. Erstens, zweitens sind sie extrem musikaffin und musikbegeistert. Sie haben die ganze Zeit rumgesungen und rumgeblödelt und ihre Choreografien gemacht und waren da völlig begeistert und voller Leidenschaft am Start. Singen auch den kompletten Soundtrack. Ich habe ja auch einen Song beigesteuert, unseren Familiensong sozusagen, wenn wir zusammen sind. Singen die Mädels auch perfekt. Insofern hatten wir da echt einen guten Draht gleich. Und ich kann sie zwar bis jetzt immer noch nicht auseinanderhalten, ne? Vor allem, wenn wir uns nicht jeden Tag sehen. Wir haben uns halt beim Dreh gesehen, viele Tage, dann wieder viele Monate nicht. Immerhin ist es ja schon fast ein Jahr her. Wir haben letzte Sommerferien gedreht. Und wenn ich sie jetzt da kurz wieder an mir vorbeihuschen sehe, muss ich wieder überlegen, wer ist denn wer? Verdammt nochmal. Was ist eigentlich mit deinem Sportkurs? Konntest du dich da einfach so rausschummeln? Ich bin gar nicht erst hingegangen. Es gibt sehr viel Musik im Film und das finde ich gut. Und es ist sehr gut eingesetzt. Es ist nicht der klassische Score-Musik, der irgendwelche Bilder begleitet, sondern die Musik, die rückt sehr in den Vordergrund. Und es wird teilweise übergangslos so ein bisschen Acting, wie so ein Musikvideo teilweise läuft es ab. Für mich als Musiker natürlich ein geiles Einstiegsprojekt, dieser Film, weil viel Musik dabei ist. Und ich auch selbst ein bisschen Musik nachmachen durfte und ist sehr gelungen, die Kombination aus Musik und Bild.